einen Commentary macht er kann. Genau. No. Doch. Doch, doch. Von einziger Waffe. Slippy ist einfach ein besserer Spieler. Und der ist ja auch aktiv in dem jetzt. Deswegen wird es euch angebracht. Bin gespannt, wie er das macht gegen Wario. Slippy eigentlich immer sehr campy mit Wario. Und benutzt halt übelst krass diesen Airspeed, den er hat. Um halt einfach meistens zu bait punishen. Aber er kann auch eigentlich immer gut auf der Shield punishen, wenn er da über den Twill trifft. Weil der Move eigentlich übelst geil ist. Er kann nur nicht approachen, das macht er auch recht selten. Und wenn, dann macht er halt gute Mix-Ups mit der Neutral B, so Landing Neutral B. Ziemlich stark. Warum auch das gerade nicht getroffen? Oh, was? Das ist dann, aber das war ein Spot-Out oder was? Ja, ich glaube, er ist dann wieder losgelassen und dann waren nur noch so mit Ending Frames. Auf jeden Fall gerade ziemlich gut aus mit Slippy, hat den Lead, den Hawk bald ready. Oh, die Part, nicht mit ihm. Das Ding ist, Matze geht auch gar nicht so für diese Zero to Death Combos, glaube ich, oder kann die noch nicht so gut, aber trifft er trotzdem ziemlich gut auf seinen Scheiß auf jeden Fall. Oh, jetzt hat wahrscheinlich gerne den Tower werden. Ich hätte aber wahrscheinlich Wario nicht gekillt mit der guten Slappy. Ja, ich sehe was du meinst. Wenn er approacht, dann ist er sich immer sehr sicher, was er machen kann. Alter. Ich finde das schon sehr krass. Das ist halt wirklich gruseliger Wario einfach. Und jetzt auch schon 2 Minuten vorbei. Das heißt, der Warp war ein halb Minuten. Der Warp auch nicht mehr so lange dauern. Okay. Soft Spike. Oh, bist verkackt. Digga, da cleaner Pellet Grab, Leute. Auch wenn Wario keinen guten Grab hat. Dash Attack gewesen. Also, we take those. Fast as Warriors. Spectre, ja, ne, der hat gar keine guten Scores eigentlich. Erinnerst du, den er so ein bisschen kombo kann am Anfang, aber. Sonst so zum Killen hat er, glaube ich, kaum was. Oh mein Gott, das ist gewesen. Darauf darf man in den Matchup echt nicht reinfallen. Aber wie gesagt, Warp regelt immer. Thunder Jab Combo. Interfair. Ich glaube, es waren sogar 6 Jabs. Ja, sozusagen schon. Aber ich meine, Kazuya kann halt auch sehr schnell ins Stock ziehen, das ist halt so die Sache. Und zu langsam halt, oh, oder die Schelle. Jetzt ist es halt natürlich gruselig für Kazuya. Oh ja, und er verliert auch keine Zeit. Er verliert auch keine Zeit. Und das ist, oh mein Gott. Böse weggefadelt, Alter. Richtig bitter. Richtig bitter. Deswegen hassen es so viele Leute gegen Wario zu spielen, ich find's komplett verständlich. Aber ich find's trotzdem immer witzig anzugucken. Moodle ist wie immer angepisst. Ist er mal irgendwann nicht angepisst? Das ist eine Default-Emote. Ja. Das Geheimnis ist, Slippy guckt vor jedem Spielmatch. Und deswegen ist auch so krass. Er kann sich einfach unheimlich gut konzentrieren, hört euch mal, was ich sage. Jetzt doch schon wieder den Half-Block ready. Die Abwehr auf Shield. Auch ein bisschen underrated, habe ich manchmal das Gefühl. Zumindest wenn man sich Stage Control holen möchte. Ziemlich geil. Und da macht er die Hitbox Extension mit dem Bike und dem Warp. Richtig gemein, aber er weiß, dass es kann. Das ist ein Sagen wir ehrlich, selbst wenn man weiß, dass es kommt, ist das halt die Idee. Maurice hat derzeit tatsächlich einen Bart. Oder sich einfach nur ein paar Tage nicht rasiert. Ein paar Tage ist gut. Ja, also. Er ist sehr bärtig, sagen wir es so. 7 Jahre hat er wirklich. Heute rockt er leider auch nicht den pinken Pullover. Oh mein Gott, es geht direkt auf Captain Falcon jetzt. Zweites Game schon. Kazuya wird sehr schnell gedroppt. Und jetzt schaut er die Moves anscheinend. Ändern wir mal das noch schnell. Scheint bisher nicht so viel besser zu laufen. Weiß nicht. Ich glaube auch, dass Wario
relativ starkes gegen Captain Falcon. Ich finde es halt schwer einzuschätzen, aber ich meine, er hat das Gefühl, er darf schon sehr viel mehr und er kann wahrscheinlich auch sehr stark edgeguarden. Da sehen wir den seltenen Wario Jab, sogar beide. Mittlerweile schon 60% Lead. Das Match geht auf jeden Fall wesentlich schneller, das Matchup. So schnell wie hier die Prozente fliegen. Schön Abi. Ich vergesse immer, wenn ich Captain Falcon spiele, dass ich Abi oder Shield machen kann. Und vergesse ich, merke ich das immer erst, nachdem ich ein paar Games gezockt habe. Okay, recovered hier. Direkt nochmal ein Abi. Wow. Jetzt muss ich mal gucken, was er dagegen macht. Vielleicht mal ein bisschen mehr öfter rollen. Okay, jetzt ist Standoff wieder. Beide lassen sich nicht baiten, aber Slippy hat dann irgendwann die Geduld verloren. Ist eigentlich gut für ihn. Oh, Falcon Kick. Einfach random und da ja, schön in der Nähe, ey. Wario Gage gerade. Und da die Mecke. Ja, das war's, glaube ich, auch jetzt so. Ja. Da machen sie ernst. Justin findet Matten anscheinend geil. Was auch immer das heißt. Aber es stimmt, das sieht echt besser aus, was man spielen möchte, finde ich auch. Und Tech Chase. Oh, nice. Darf er, ich meine, ist eigentlich. Wenn beide nichts machen, ist gut für ihn. Er hat schneller Warped. So, okay, wenn er wartet. Er kriegt auch schon die Setups, aber hat den noch nicht ready, glaube ich. Deswegen bringt er gerade noch nicht so viel. Ja, ich würde auch mit Captain Falcon ist es auch schwer für die Box zu gehen, besonders wenn Mario so schnell ist und dann tut zu jumpen. So, hier wird er mit dem Motorrad. Sieht auch schon ein bisschen gruseliger aus, auf jeden Fall jetzt für Slippy. Aber jetzt ist halt die volle Ladung ab. Oha, Risky Up Smash. Hätte aber wahrscheinlich gekillt. Schön. Ah, reicht nicht ganz. Fährst du ein bisschen zu weit an den Seiten. Town City wäre es wahrscheinlich nichts gewesen. Aber. Ja, liegt auch Town City. Ist okay auf jeden Fall mit Mario. Oh Gott, oh Gott, das war eine sehr weirde Interaktion, aber Hasselblatt hat überlebt. Okay, kriegt das den Edge Guard nicht. Und auch nicht den Soft Spike. Beide noch am Leben, diesmal jetzt Matze mit den. Like mit wenig Stage Control, okay. Jumpt einfach ganz lässig rüber. Ein bisschen Teabaggen, aber dafür wurde jetzt erstmal gesnackt. Und das war's. Okay, jetzt noch ein paar Prozente raus. 40, jetzt wird's schon gefährlich. Jetzt wird's schon gefährlich. Oh, aber kriegt der Landing abendlich. Ich versuch den Tech Chase, aber hat sich ein bisschen Timing verschätzt. Das ist natürlich trotzdem noch sehr angespannt jetzt. Ich meine, das ganze Ding runterzuspielen ohne von so einem Moves. Oh ja. Oh, da will ich daneben! Wie kann das passieren? Er trifft ihn sonst immer. Also fast immer. Meistens. Okay, jetzt sehen wir ein paar klassische Captain Falcon Kombos. Oh, und der F-Smash. Der F-Smash war, hatte ich jetzt nicht erwartet, aber gut, wenn es trifft. Okay, ja, Plattform noch den Back erbekommen. Jetzt schmeißt er aus dem Torwart. Okay, entscheidet sich zu Ledge-Trappen, nicht für den Edge-Guard zu gehen. Okay, schöner Grab. Versucht er echt sehr viele Setups zu blockieren, Alter. Krass. Er sehr viele Optionen zu blockieren. Das war wirklich gut. Aber jetzt gerade wieder ein bisschen weiter in die Mitte zurück. Okay, er versucht anscheinend wirklich darauf zu warten, dass er einen Fehler macht. Scheint jetzt selber nicht krass committen zu wollen. Ist jetzt aber wieder. Der F-Tilt hat es jetzt an der Stelle auch nicht so gebracht. Ja, da. Empty Hop, F-Tilt. 2-0. Sehr geduldig gewesen, so wie wir ihn kennen. OMG. Also ein 3-0 wäre auf jeden Fall kacke. Ich würde schon gerne noch ein paar Matches sehen. Aber wer weiß. Slippy hat auf jeden Fall sehr konfident auf Wario. Irgendwie Sephiroth hat heute gar nicht gesehen gefühlt. Ich zumindest nicht. Keine Ahnung, ob der den Winner genommen hat. Aber ja. Warum nicht? Sein Wario ist wahrscheinlich immer noch sein bester Charakter. Sieht wieder ein bisschen langsamer aus, auf jeden Fall, dafür, dass das zweite Game so schnell war. Und jetzt hat sich Matze auf. Der Tag ist so super langweilig, irgendwie kann ich spreche jetzt so eine Leute automatisch mit vorne an. Okay, aber like, auf jeden Fall ein paar mehr Schwierigkeiten. 60, 81.
schön. Sledgehammering ist ziemlich gut von beiden, das ist cool. Da wieder die Abi. Lange nicht gesehen. Oh Gott, das Holy Skip. Und den Jab. Warum macht man da Jab? Ich glaube, keiner weiß so wirklich, was in Slippy's Mind abgeht, wenn du Jab machst. Das ist wahrscheinlich das Koks. Das war schade, da hat er sich ein bisschen verschätzt. Eigentlich doch noch ein Koks, aber die Backer. Diesmal einen ordentlichen Lead, der auch wichtig ist auf jeden Fall in diesem Matchup. Scheint sich langsam ein bisschen dran zu gewöhnen, wie man gegen Leute spielt. Ist jetzt aber schon noch ein paar Prozente gekommen, okay, das sind schon mal ein paar Prozente. Oh, falsch gekickt, aber naja, der war sehr slow durch das Motorrad und hat auch nicht viel gebracht. Und das Motorrad hat er wahrscheinlich nicht getroffen. Ein, zwei Mal trifft er irgendwie immer gefühlt. Und dann nochmal der wahre Backflow, der nicht viel bringen wird. Schöner Tag. Dass auch nur der letzte getroffen hat, wäre nicht darauf vorbereitet zu werden. Ja. Beide wieder selber vermittelt. Und da ein bisschen Dash dancen, das ist mit Captain Falcon nicht mehr so gut in diesem Spiel. Der Turnaround hat schon viel zu slow für sowas. Zumindest musst du halt, darfst du dich echt nicht in der Range schätzen. Nein, wir haben noch keine Top 8 Bilder. Also du kannst gerne Vorschläge an Fraser schicken, falls du eine gute Idee hast. Ich glaube nämlich für Dr. Mario wird das zum Beispiel relativ schwer und für mich. Boah, das Knee of Justice! Einfach ganz random den Jump damit gecatcht. Jetzt, ja, das sieht auf jeden Fall sehr viel besser aus, vielleicht. Ein bisschen zu früh losgelassen. Aber macht er wirklich fast schon wieder so eine weirde Interaktion. Warum fliegt er denn in die Richtung? Aber warft ist immer noch ab, das dürfen wir nicht vergessen. Wenn der trifft. Ja, Triple Dash Tech. Aber trotzdem einen sehr guten Lead. Selbst wenn der Warp trifft, kann es wirklich schwer werden, Schlüssel das doch aufzuholen. Aber wir haben vorhin gesehen, wie krass schnell er diesen Confirm bekommt dann. Okay, aber trifft jetzt mal die Nair 2 nicht in die zweite Nair. Das ist hier nochmal mit Nitro, ja, aber da war ein bisschen gespaced. Und jetzt das Matze aus. Like auch sehr vorsichtig. Wenn sie sich einfach nichts treffen lassen, wenn sie lange leben, und den Stocker kann halt easy 50% aufbauen für Kills gehen. Echt, wir sehen sehr viele Neutral Beats auf jeden Fall von Dario. Normalerweise klappt das auch ziemlich gut. Aber gerade irgendwie nicht die besten auf jeden Fall. Okay, 20% mittlerweile. Wieder nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Heilung ist, aber ich meine, so viel im Chill ist er ja auch eigentlich nicht. Der dasht eigentlich ziemlich hin und her. Okay. Die Abwehr ist auch nicht mehr so smash mäßig, nicht mehr so smash gewesen, aber. Aber. Jetzt so langsam auch ein Jab an der Ledge. Eine Backer kann man das killen wahrscheinlich nicht, oder? Das ist echt fehlt nicht mehr viel. So zumindest kein Trio. Und ja, da ist der Jab. Jab smash auch sehr langsam von Wario. Das sollte eine Dash Attack werden. Ich glaube, kein Wario-Man würde an dieser Stelle Jab smash machen. Wäre getroffen, wäre es gewollt gewesen. Ja gut. Aber jetzt ist eine Anpassung passiert, weil wir schon ein bisschen auf einem anderen Level als auf dem Standard-Dreieck. Das ist ganz schön zu sehen. Das ist nochmal ein bisschen schade, dass das Setup so nah kommt. Sonst fühlt sich das immer so an, als ob man Live-Coding ist. Ja schon. Wenn es nicht von einem von beiden Hilfen dann hängt es vielleicht auch noch einen ab. Okay. Also jetzt muss ich auch noch machen, stimmt. Starcross und der Shackle verheimlichen irgendwas im Discord vor mir. Ich hasse Geheimnisse, just so you know. Aber trotzdem nicht gemeint, bestimmt. Ja, das sieht wieder kacke aus für Like auf jeden Fall. Das wird jetzt 90%. Wie auch immer, Captain Falcon 1,9% machen kann. Jab 1 wahrscheinlich oder so. Und jetzt schon glatte 100. 107,5. Oh, der Upsmash, den sieht man auch nicht so oft. Da hätte vielleicht sogar die Backe getroffen. Stimmt, ja. Ja, es steht Platz 2,1 für Slippy. Danke nochmal.
Das ist Grand Finals, ja. Also jetzt kurz vorm Reset quasi. Also wenn Slippy noch eins gewinnt, dann ist Reset. Und gerade sieht ziemlich gut für ihn aus. Slippy ist wirklich sehr auf dem Grand Finals, wie sagst halt beim Wechsel sammelt. Aber er hat einfach noch nicht so ganz ernst gemacht. Ich glaube, er hatte gegen Tourneo Mario gespielt unter anderem. Und Falco. Ich meine, ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen, wenn ihr zugeguckt habt. Echt jetzt? Mario hat er verloren? Ach so, was hat er noch gespielt? Oh, ja, okay. Das Ditto darf es auch nicht verlieren. Es gibt Klatsche. Oh. Oh, was ein geiler Spot-Touch, Alter. Wo wusste er das? Digga, ich komme damit immer so nicht klar, wenn er das so oft macht, Alter. Aber Like hier wirklich krass am Flexen. Mit seinen Reactions. Und mit seiner Awareness. Und dann versucht er gerade ein bisschen mit dem Warfen irgendwas. Down-Tilt. Das geht aber dann. Ja, reicht auch nicht. Okay. Gute Patience hier von Slippy. Schon mit ein bisschen mit dem Motorrad rum. Ja, Digga, dass das getroffen hat, das hätte ich aber auch nicht gedacht. Ja, die Abwehr. Ja. Irgendwann killt die aus. Sehr guter Move zum Killen, wenn es soweit ist, auf jeden Fall. Ja, aber 100% unter. Oh mein Gott, der F-Tilt. Und der Taunt, was für eine Ratte. Ja, hätte er den Kill wahrscheinlich irgendwie holen können, aber wollte lieber auch noch einen Orb späten. F-Tilt. Kann Captain Falcon, glaube ich, nicht auf Schild punishen, weil er ihn echt weit wegschubst. Aber jetzt langsam müsst ihr auch mal was holen hier. Top 8 sind Tourneo, Lairs mit Zelda, Kiste mit Mi Brawler, Memeling, Advocat mit Plant und ich mit Doc. Weiß ich nicht, musst du dir ausdenken. Ich habe bei sowas keine Ideen mehr, glaube ich. Ich glaube, Martin hatte Ideen, vielleicht schickt er dir gleich was. Er hat zumindest gefragt, ob wir schon wissen, was wir damit machen wollen. Oh, das ist der Furz des Todes und Grand Finals wird resettet. Gibt's einmal kurz neue Bands. Ich frag mich, warum dieser Versus-Screen immer noch so am Buggen ist. Müssen wir neu striken? Ja. Man könnte doch einfach kurz links gehen auf jeden Fall. Okay, hast du. Okay, die Leute sind auf jeden Fall gegen dich, Slippy. Hamster hier gerade, like, schafft das. Zebra, auch so am Dings. Model ist, glaube ich, egal wer gewinnt, er will nur, dass du verlierst. Und Mardan ist einfach gegen mich, glaube ich. Noch so am Start gerade. Okay, es geht jetzt in die nächste Runde. Oh, wir haben echt viele Zuschauersammlung. Die Leute wollen einfach Like sehen, glaube ich. Deswegen sind gerade echt viele da. Like, meinst du? Mhm. Justin meint vorhin schon, er spielt Smash 4 und ein bisschen. Ich kann es auf jeden Fall sehen. Ich habe mal so ein paar Smash 4 Matches von ihm gesehen auch. Und es sah auch wirklich sehr ähnlich aus. Da war auch immer ein sehr geduldiger Captain Falcon. Ja, das genau. Das ist es halt. Nicht so, dass sie versuchen, den Gegner zu pressern und einfach irgendwas durchzutreffen. Mit Crash oder mit Zeit, wie sie dann einfach warten. Und das auch wechseln und dann ist es spannend. Schon sehr interessant auf jeden Fall. Ich meine, der kann ja auch relativ gut, also zumindest ist mein Spiel kommt ziemlich gut fand ich, glaube ich. Ja, der hat ja gerade den Raptor Boost gegrabt. Ich meine, das passiert, das sieht man öfter. Oh, schön. Die Down hier in den Bodensturm. Das ist ein schönes Secret. Da trifft er leider nicht das Follow-up. Das hält mir aber auch ein ziemlich guter Move, um zu gut punishen, auf jeden Fall. Wenn man es nicht kaum sieht, darf es natürlich nicht drauf machen.
Da ist er, boah, was Movement auch gerade. Ja, das kannst du. Er ist wirklich, sein Spacing ist wirklich cool. Oder ist allgemein sein, wie sich bewegt. Ja, quasi. Sein Movement. Oh, aber gerade der Two-Frame wieder mit der Shadow. Machst du nichts. Two-Frame ist auch wirklich eine schreckliche Mechanik. Weil ich Captain Falcon-Spieler wahrscheinlich. Und das macht mich immer sehr nervös, an Bledge zu gehen. Wenn es einmal trifft, hat man da immer sehr wenig Bock drauf. Und du kommst auch nicht mehr weg, sobald du dich nicht anders als nach links zerlegt hast. Der ist gerade sehr confident in seinen Tomahawk-Grab gewesen, einfach auf die Plattform gejumpt, wusste, dass er so lange Schild halten wird. Warped ist demnächst auch wieder. Hm. Den Grund ist doch. Das Spiel ist halt. Ich lebe doch jetzt in der Kühlwaffe, immer nur weil like, so passiv spielt. Mhm. Ja, aber ich meine, gerade ist das Game ist ja auch nicht super langsam auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall nicht super langsam, aber. Es wird noch schon wieder 93%, also. Oh. Das ist halt das. Ja, das war ja mal angeblich genervt, aber ich sehe das irgendwie nicht. Placebo nervt sind so Leute, das Finale spielen. Ich meine, aber im Wario-Matchup ist das immer noch gar nicht so schlechte Ausgangssituation eigentlich. So, ich meine, den Kill kann er sich jetzt schnell holen und danach ist es auch fast schon wieder übrig. Außer sowas passiert. Schön, ja. Erstes Spike genommen. Boah, fängt er sogar schon mit der Luft in den Nutzen-Bees an. Nee. Wird er nervös beim Recovern? Ja, das meinte ich mal mit der Tube. Jetzt versucht er von oben zu gehen, aber gegen Mario ist auch gefährlich, von unten zu kommen, wegen dem Soft Spike. Das hat wieder 83%. Fängt ihn da? Das reicht nicht ganz. Mario ist so schwer. Es ist so zu kurz. Okay, sehr geduldig. Oh, das, oh. Was ist das? Das ist Slippy immer noch. Immer wenn er zu lange wartet, hat er immer keine Verträge gemacht. Aber diesmal hat das echt, Digga, das war so geil gebaitet mit dem Jab einfach so. Das ist echt smarte Sachen, die wir hier sehen. Das ist so richtig an das Game von den Conditioning. Ja, okay, so witzig. Aber Mario dann trotzdem noch ein bisschen gemein mit seiner Daumen. Magnet Hands, nee, ja. Das geht wieder ein Zug für Slippy direkt. Eins 0 steht jetzt so. Müsstest du noch oben sehen. Da ist doch neben den Grand Finals, links und rechts jeweils, so eine Punkteanzeige. Leute vergessen, wie gut man zu war. Ja, ist ja auch irgendwie die ganze Zeit nicht am Start. Ja, es ist das zweite Grand Finals. Da vergisst man sowas. Beziehungsweise ich hab's ja nie so wirklich gewusst, weil ich da noch nicht gespielt habe. Aber er performt hier auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir sehen auf jeden Fall einen gewissen Haufen Kreativität in seinem Gameplay. Finde ich geil. Ja, muss halt Bock drauf haben, glaube ich, wieder reinzukommen. Und die Zeit halt schon. Ja, das halt auch. Ich glaube, dann müsstest du noch ein bisschen mit seinem Challenge stehen ausgehen. Muss ich halt ein bisschen reinkommen, so gut. Ich meine, mit Captain Falcon kannst du eigentlich nicht gut genug das Advantage haben eigentlich. Ja. Dein Combo-Game kann immer irgendwie weiter gepolished werden gefühlt. Und gerade deswegen ist es eigentlich auch nicht so ein Charakter, der für Gelegenheitsspieler, sag ich mal. Aber er zieht den einfach durch. Also ich finde Campform ist immer noch ein Reflex. Ja, aber. Zeit. Aber wenn du jetzt, okay, du spielst schon lange Smash, du kennst die Fundamentals, was ich schon viel, wann du was, welche Gegenkategorie, zum Beispiel mit dem Forward Smash gesehen. Du hast einen Zack-Selfie und dann hast du irgendwann Forward Smash gemacht. Ich denke auf jeden Fall auch, dass der Charakter gut Bait punishen kann, aber das Ding ist, um seinen Advantage richtig fast zu maximieren, musst du ja, glaube ich, diese Instant Double Jump Combos und sowas wirklich so ein bisschen drauf haben, so, oder seine Edge Guards irgendwie Konzepte, weil er kann ja viele Charaktere ziemlich gut Edge Guarden, aber das ist ein Charakter, mit dem du, glaube ich, relativ in Death gehen musst, damit er wirklich krass ist. Das ist halt Lab. Und ja, und deswegen meine ich halt so für Gelegenheitsspieler, das ist halt, weil die machen das halt, glaube ich, nicht so. Ja. Und deswegen ist es halt, glaube ich, schon so ein bisschen, wäre ein anderer Charakter vielleicht besonders für so einen Spieler wie Malz besser, aber da könnte ihn immer noch ein seltsames Spiel oder so. Ja. Also man sieht es auch an, wie gesagt, ganz niedrig und sieht man das einfach. Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht so, dass es begrenzt ist. Condition, die Trade, Punish und sowas. Ganz klar. Da fehlt noch halt dieses Problem. Das soll einfach gerne ein Spiel aufkommen. Ich glaube, mit gerne ist das noch viel besser. Slippy auf jeden Fall schon wieder nach vorne. Wow, der Uptip hat einfach gerade einfach einen Tick abgefangen. Ich finde das so weird, dass ein Move, der so mächtig aussieht wie Falcon Kick irgendwie, ja, und so richtig, ja, einfach ein Pilz, so richtig billig. Oh. Sehr greedy da mit dem Hop gewesen, aber ich meine, ich glaube, er fühlt sich auch gerade so ein bisschen. Ja, er fühlt sich ein bisschen abgehoben. Ja, auf jeden Fall. Seine Füße berühren nicht mehr den Boden. Aber auch schon fast wieder zwei Stocks lief. Und ich meine, wenn er jetzt nicht ein bisschen Zeit lässt, wird er wahrscheinlich nachher nochmal einen Wurf haben.
Also auch nicht so schlimm, dass es einen Angriff rauskommt, aber jetzt erstmal wird er näher den Stuff bekommen. Im Rage hat er bestimmt noch einen Back oder einen Vorzug. Wir sehen auch irgendwie krasse Stage Ride, hier habe ich gerade das Gefühl. Hau rein! Mach's gut! Und fängt das Motorrad mit dem Abwehr ab. Habt ihr auch nie gesehen. Der einzige Move, den Slippy halt noch nicht gemacht hat, war glaube ich Down Smash. Ja. Oh. Das hat er gehört. Wäre auch witzig gewesen, wenn es getroffen hätte. Er hat das halt schon ein paar Mal gemacht. Er hat noch nie zwei Down Smash. Ja. Ich hab auch glaube ich noch keinen Back, oder? Nee, Back hat schon, aber Down Smash nicht. Ja, macht er glaube ich auch mal. Oh, was war das? Das ist glaube ich irgendwie ein Missimport oder sowas gewesen oder halt irgendwie vergessen, dass man einen Jump nicht hat. Doch, mal die Sachen. Wenn du schon mal zum Mord bist, dann ja, stimmt. Ja, ja, komm, muss der Super Mario. Captain Falcon wird davon ziemlich krass getroffen, hab ich das Gefühl. Ja, das war los. Ja, wohl, wenn wir müssen. Und da, zweimal Klatsche. Hier näher. Diesmal keine Klatsche. Ja. Oh, Xbox nicht lang genug extended, leider. Ja, hat er wahrscheinlich auch dran gedacht, dass die Xbox extended wird, hat dann das Timing extra angepasst. Also, wenn du Barrier hier das rechnest du ja auch mit sowas. Geht doch nochmal für den Grab. 100% schon wieder jetzt so. Also, jetzt über den ganzen Stocky. Und, der Warft ist. Oh. Sieht so witzig aus, wenn er den selben Frame das Bike rausholt. Benutzer den Warft, um zu recovern. Das ist, denke ich, auch keine schlechte Entscheidung gewesen. Wenn jetzt keine Kost kommt, muss man sehen, aber dadurch hat er halt viel mehr Spielraum, um jetzt halt noch 5 Stock zu holen. Und Downhill, ah nein, nicht für Downhill, sondern für, nicht für B. Okay, schon wieder super weirder Up-B, aber der ist so krass, also die Hitbox von dem Grab ist so heftig. Ja. Da musst du euch aufpassen, wenn du es challenged, falls du es überhaupt machen kannst. Jetzt wieder offstage. Und, oh Gott, er versucht wieder dasselbe, aber es hat wenig geklappt. Haut ihn direkt zur anderen Seite der Stage. Ah, das ist scheiße. Ein bisschen, du hast recht, der ist echt ein bisschen abgehoben. Ja. Und ganz schön frech auf jeden Fall. Finally. Ja. Jedes Mal. Das ist halt. Und jetzt nochmal. Bei Falcon hat entweder das seine Setups durchzieht, wenn er den First Team für den Nino ist und die Sterne der 60. Ja, auf jeden Fall. Oder du strugglest. Also Comebacks an der Charakter immer holen, das stimmt schon. Deswegen würde ich ihn auch noch nicht komplett abschreiben, aber gegen Wario bei 165. Und wie bei den meisten anderen Charaktere. Ist halt sehr gefährlich auf jeden Fall. Oh, ja, der Stich hält wirklich dann das Schild, ja. Oh, außer Geduld. Du musst dein Grab nicht, das erwartet Grab der Ambiente. Stimmt, stimmt. Du halt das stimmt. Du musst aufpassen von der Höhe für dich, aber sonst wäre es besser, wenn er geht. Okay, kriegt er noch ein paar Pisser drauf. Hat er. Oh, das. Oh, aber nur dieses Hausbot. Er hält sich hier echt wacker, nur noch 2 Minuten. Oh, keine Ahnung, aber da kriegt er die Dash Attack. 2:0 für den Slipknot. Schon wild. Das könnte jetzt das letzte Game sein auf jeden Fall. Matchball. Ich wäre wieder froh, wenn wir kein 3-0 sehen würden. Jetzt habe ich es angesagt, letztes Mal ist es passiert. Wahrscheinlich passiert das diesmal auch. Das beschwörst du aber. Ja. Jetzt kommen bestimmt so richtig nice Nie. Kill confirmed. Ich bin auch sehr gut müde, Mensch, gerade, also. Also, vielleicht wird es wieder doch gar nicht schlecht. Schau mal. Smashville ist es diesmal. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, der Pick. Für Captain Falcon. Wir haben, wie gesagt, schon sehr viele Stages. Also, er hat Carlos gehabt. Ja, Carlos Cockman Stadium. Ich glaube, in Town and City hat man nicht, oder? Battlefield war, glaube ich, auch. Und zum Kurzen mal PS2. Ich weiß nicht mehr. Aber hier kann Wario zumindest ein ziemlich schnelles Movement zu nutzen. Dann probiert er halt eben Backlash kommen und das ist halt gefühlt Dings. Weil du jedes Mal, wenn du reinkommittest, hast du halt zumindest weniger Sorgen und Stage Control. Also man kann auch wunderbar die Kolos in der Plattform setzen, ja, die man gerade gesehen hat. Da muss er halt aufpassen, aber es kann halt Captain Falcon theoretisch auch. Ja, aber muss man schauen, wie er das macht. Also, ob er schon weiß, wie er da an die Plattform kommen kann. Ciao! Ja, es sah gerade aus, als er dann gute Gelegenheit für den Grappling ist. Diesmal sieht es wirklich übel aus. 16% gerade mal. Hält ihn fast die ganze Zeit offstage. Ich sehe jetzt die Situation umgekehrt. Captain Falcon beim Ledge Trappen.
bin immer sehr geduldig, aber sofort im Grapple. Jetzt wusste er, dass er danach mit Schild landet. Okay, schöner Jab. Okay. Der sieht schon gar nicht mehr so schlecht aus, ich meine. Ich hab ihn auch wirklich selten in der One gehen sehen. Ich hab das halt mit Zeichen gut gehabt, das ist ein Spiel zu holen. Also wenn er das, wenn er so in der One geht, das ist eigentlich... Boah! Dann wirft er King Kong mäßig das Motorrad hoch und hält ihn fest, um ihm das Genick zu brechen einfach. Okay, Mr. Grab. Das wird... Also wie gesagt, ich hab den Falken eigentlich nicht mal abschreiben, aber das sieht jetzt halt noch nicht wieder irgendwie peinlich aus. Okay, dann schauen wir mal. Oh, das geht nicht, das geht even nicht. Ist ja, even gegen Mario ist halt immer so die Sache. Ja, gut. Und jetzt ist es auch selbst dann nicht mehr so wirklich. Oh, ich dachte, er wollte gerade einen Hitbox Extend Warp machen, das Motorrad geht nicht mehr auf der Stage. Digga, das ist so gemein, Alter, fuck off! Aber schön, dass das wirklich ist. Und wie weit außen einfach das Motorrad lag, das hat eigentlich voll runterfallen müssen, aber er konnte es hier vollkommen übelst weit und gerade Falken kann er gar nichts machen. Du musst halt nur sehen, okay, ich glaub, ich mach den Warp. Die Hitbox ist mindestens ein bisschen fest von 1000. Ja, schön. Kannst du ganz Booster werden, wenn er sich jetzt hier noch ein bisschen durchrangelt. Ja, doch. Auf Stage, weil er dann auf Stage hat und er da irgendwie Edgeguarded oder so, glaube ich. Ist nicht so schwer. Sonst Dash Attack müsste auch irgendwie so bauen, aber das ist nicht so. Ja, das ist doch gut. Kein Restock. Jetzt brauchen wir nochmal zwei Cleaner, Captain Falcon Combos. Und dann geht's Game vor. Ja, wollte für den Upsmash gehen. Oh, und dann wollte er mit dem Raptor Boost direkt nochmal spiken. Oh ja, war kein Tag. Das war's. 3-1 für 3-0 für Slipknot. GG's alle. 3-0 für 3-1.